Herzlich willkommen zu unserer Karriere mit Werder Bremen hier bei FIFA 15. Die nächste Partie steht an gegen den ersten FSV Mainz 05. In der Realität gab es dagegen ja den ersten Sieg für Werder Bremen. Für uns wäre es hier der nächste Sieg. Unser insgesamt, ich weiß gar nicht wie vielter genau, ich glaube 7. oder so. Es läuft hier sehr gut für uns. Tabelle sehen wir mal hier. Bayern mit 24 Punkten auf Platz Nummer 1 mit nur einer Niederlage. Und zwar gegen uns, gegen Werder Bremen. Wir sind Zweiter mit 20 Punkten, Bayern-Verfolger Nummer 1. Und wir schauen mal hier, wir haben hier auch neue Posteingänge. Turnierpreisgeld. 125.000 Euro mal ebenso bekommen, sehr schön. Da freuen wir uns. Okay, aber jetzt können wir also endlich mal weiter. Gegen den ersten FSV Mainz 05, los geht's. Oder MSV Mainz 05, nee, FSV natürlich, tut mir leid. Natürlich FSV. So, auswärts geht's ran. Auswärts natürlich Werder Bremen eine ganze Macht. Hier bei unserer Saison, in unserer Saison. Die Mannschaft. Wolf im Tor, Garcia, Galvez, Prödel, Fritz, Macchiardi, Elia, Obraniak, Fjunusovic, Hajrovic, Di Santo und Davies Selke, der Youngster an der Startaufstellung diesmal. Und dann also kann's losgehen, liebe Freunde. Und wir hoffen mal, dass wir auch dieses Mal wieder erfolgreich sein werden, so wie momentan ja immer. Momentan haben wir einen Sieg nacheinander. In den letzten Wochen gab es nur ein Unentschieden gegen Schalke 04. Das ist auch schon ein paar Wochen her. Insofern, so kann es doch weitergehen, liebe Freunde. Denn 4 Punkte Rückstand zu den Bayern ist nicht die Welt, aber die verlieren nicht oft. Also die lassen nicht häufig Punkte liegen. Wenn überhaupt, dann wohl nur gegen Werder. Zumindest bis hierhin, liebe Freunde. Jetzt also gegen Mainz. Und wo genau diese stehen, wissen wir auch nicht genau. Auf jeden Fall eine ganz, ganz gefährliche Mannschaft. Mit folgender Aufstellung. Karius im Tor. Diaz, Noweski, Bungert, Reis, Geis, Baumgartlinger, Parker, Duricic, Jairo und Martins. Eine sehr, sehr frisch aufspielende, gute Mannschaft, die fix nach vorne kommt. Hoffen wir also, dass wir defensiv so gut stehen können wie momentan häufig. Wobei ein Gegentor eigentlich immer fällt in jedem Spiel, dummerweise. Okay, liebe Freunde, der Ball, er liegt am Anstoßpunkt. Los geht's, Mainz gegen Bremen läuft. Wie gesagt, Real gab es ein 2:1 für Bremen. Erste Halbzeit war nicht gut, aber dann kam eben Di Santo beim Elfmeter und auch in der zweiten Halbzeit mit einem Traumtor. Und eine Traumvorlage von Kroos war's. Hoffen wir also, dass es hier ebenso gut gehen wird. Di Santo mit dem Pass zu Davies Selke. Davies Selke, erster Schuss! Erster Schuss und es steht hier 0:1. In der vierten Minute. Was für ein Traumtor von Davies Selke. Mensch, damit habe ich auch so nicht gerechnet, dass es hier so fix losgeht. Wir schauen nochmal hier, der Pass. Und dann einfach mal abgezogen. Und das war ja hier Messi-like. Unfassbar, Davies Selke, zweites Saisontor in der vierten Minute. Was für ein toller Beginn hier von unserer Mannschaft. Wir merken also schon, Werder Bremen dieser Tage hier kaum zu stoppen. Was für ein Nackenschlag für Mainz, noch gar nicht im Spiel. Und schon steht es hier 1:0. Wir hoffen jetzt natürlich mal, dass es so bleibt, dass wir hier dominant bleiben können. Das Gute für Mainz ist, es sind gerade mal 4 Minuten gespielt, also es ist noch alles offen hier. Diaz, der hier seine Schnelligkeit ausspielt gegen Hajrovic, der ja auch einen Affenzahn drauf hat. Diaz gegen Macchiardi und der Pass geht ins Aus. Also Mainz hier scheinbar noch ein bisschen geschockt. Und leise hören wir hier die Werder-Fans. Obraniak auf Selke. Die beiden Neuen in der Startelf. Und der schwache Pass auf Di Santo. Geis.
Ein Glück nur ein Geist, sonst wären die Geistens. Garcia, oh, gegen Duricic. Ballverlust. Und dann aber Prödel, der die Sache wieder ausbügelt. Davy Selke. Selke. Selke im Sprintduell gegen Baumgartlinger. Selke setzt sich durch. Davy Selke. Davy Selke, und es steht hier nicht 2:0. Klasse gehalten von Karius. Ich wollte gerade schon Karius sagen. Hier klasse den Ball um den Pfosten gelenkt. Da war hier Davy Selke beinahe viel zu leicht durch. Aber nur beinahe. Hajrović führt aus. Hajrović und Garcia im Nachschuss. Auch nicht. Prödel. Ballverlust. Parker. Aber es gibt scheinbar Freistoß. Warum das denn? Nächstes Spiel Leverkusen gegen Mainz. Für uns egal. Das war dann wohl gerade ein Foul. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe es nicht genau gesehen. Aber gut. Vielleicht gefährliches Spiel oder so. Möglicherweise. Macchiardi auf Elia. Und dann dieser schwache Pass. Jetzt Martins. Auf Duricic. Wieder zu Martins. Elia lässt sich hier austanzen. Galvez aber mit dem Ball gewinnen. Ansonsten wäre er frei auf Wolf zugelaufen. Fritz. Klasse. Den Gegner ausgetanzt. Hajrović. Wir merken, wie unsere Mannschaft hier wirklich gut spielt. Und selbstsicher ist, natürlich ganz klar nach diesen vielen Siegen in Folge im Pokal weitergekommen. Mit, ja, Ach und Krach nicht, aber es war halt ein Arbeitssieg. Und hier läuft es wieder mal einwandfrei bis hierhin. Aber es hat noch nichts zu sagen. Macchiardi, Ballgewinn. Starker Pass auf Di Santo. Raus zu Davy Selke. Zweiter Ball zu Selke. Davy Selke. Und Di Santo. Und der Ball muss doch reingehen, liebe Freunde. Das muss das sichere 2:0 sein. Hier von Di Santo, und der Ball geht daneben. Da wenn sich das mal nicht recht. Oder war es Obraniak? War es Obraniak am Ende? Ich weiß gar nicht genau. In jedem Fall, egal wer es war. Selbst wenn es ein Verteidiger gewesen wäre. Selbst wenn es Garcia gewesen wäre, der muss reingehen. Hajrović. Neuer Aufbau, neues Glück. Di Santo. Franco Di Santo. Getunnelt zu Hajrović. Franco Di Santo. Ball zurück zu Prödel. Mainz hier nur mit Befreiungsschlägen. Und dann dieses Foul. Das muss Gelb geben eigentlich. Aber der Schiri sagt gar nichts dazu. Lässt es weiterlaufen. Also nur Freistoß, sonst nichts. Obraniak. Auf Franco Di Santo. Selke. Macchiardi. Wer da kann sich hier ganz leicht die Pille zuschieben. Und abseits scheinbar. Tatsächlich abseits. Wir schauen nochmal drauf, ob Davy Selke gepennt hat. Und scheinbar, ja. Klares Abseits. Und dieser schwache Abschlag. Sofort wieder hier Werder am Ball. Pass hinaus zum schnellen Hajrović. Hajrović spielt hier den Verteidiger aus. Izet Hajrović. Und dann Selke beinahe mit dem Schuss. Und dann wäre es das Tor geworden. Aber auffällig ist ja natürlich, wir haben 1000 Chancen, haben nur ein Tor zu Buche. Das kann sich hier wirklich rächen. Martins auf Baumgartlinger. Baumgartlinger setzt sich durch. Baumgartlinger und Freistoß? Foul von uns? Scheinbar ja, leider. Keine Karte, nur Freistoß. Natürlich auch ein Standard, eine Möglichkeit zum Ausgleich. Geist wird ihn ausführen. Der kommt gar nicht mal so schlecht, aber am Ende doch recht weit vorbei. Und zunächst Werder Bremen, demnächst gegen den VfB Stuttgart, nächstes Spiel. Ebenso wie Real auch. Wobei, wenn diese Folge online ist, dann ist es ja quasi schon gewesen. Hoffentlich erfolgreich für Werder.
Ist ja auch ein sehr wichtiges Duell. Unten im Keller so ein bisschen. Hier wird es was anderes sein. Hier wird es ein Spitzenduell sein. Zumindest für Werder. Ich weiß gar nicht, wo Stuttgart hier ist. In unserer virtuellen Saison. Müssen wir mal schauen, liebe Freunde. Macchiardi, Selke. Der mit dem Pass zu Ubraniak, der nicht ganz ankommt. Gut verteidigt und... ja, fast die Schusschance. Aber es war dann am Ende angeschossen. Da konnte Ubraniak nichts machen. Und beide laufen synchron übrigens. Noweski und Ubraniak. Könntet ihr vielleicht sogar sehen, wenn ihr mal kurz zurückspult. Seht ihr es nochmal? Sah sehr cool aus irgendwie. Abschlag Karius. Duricic. Cooler Name übrigens. Ein Zungenbrecher. Gegen Galvez. Geis. Geis am Ball. Parker und Riesenchance zum Ausgleich. Da hätten wir uns nicht beklagen dürfen. Gar nicht beklagen dürfen, denn wie gesagt, es rächt sich im Fußball so einiges. Wenn man es vorne nicht reinmacht, dann geht es hinten im eigenen Kasten wieder hinein. Ball raus zu Selke, kommt nicht an. Parker. Der, ich glaube, Vietnamese nicht. Na. Chinese auch nicht, oder? Vielleicht Koreaner? Ich weiß gar nicht genau. Muss ich ja zugeben. Martins. Wo ist denn das Martinshorn, Martin? Ne, der war auch schlecht, ich weiß. Reis. Gegen Elia. Elia auch hier in der Saison, wie ich schon mal sagte, glaube ich, recht unauffällig. Muss man ja sagen. An ihm läuft bisher so einiges vorbei, wie ich finde. Galvez gegen Martins. Galvez gewinnt diesen Zweikampf und zur Halbzeit also 1:0. Es hätte schon locker hier 4:1 stehen können. Wenn nicht sogar 4:0 oder 3:0 zumindest. Aber so also Mainz noch mitten im Spiel. Wir sind mal gespannt. Wer da mit dem Blitzstart, wer da mit den guten Chancen. Aber halt nur 1:0. Köln gegen Freiburg 1:1, Gladbach, Hoffenheim 0:0, Bayern, Dortmund 1:1, Schalke, Augsburg 0:1, Hamburg, Bayern 04, 0:0, Hannover, Frankfurt 0:0, Paderborn, Hertha 1:1 und Stuttgart, Wolfsburg 1:0. Sehr viele knappe Ergebnisse, ebenso wie hier. Und wir schauen dann mal. Ubraniak geht mal wieder raus für Genusovic. Und wir können auch einmal Gebre Selassie einwechseln für Elia. Einfach mal so. Ist zwar Rechtsmittelfeldspieler, Selassie, aber egal. Muss jetzt mal so gehen. Caldirola nochmal rein für Galvez einfach mal. Ist vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, wobei, na, es ist wohl doch nachvollziehbar, denn auch Caldirola braucht Spielpraxis, denn ja, nur so will er auch bleiben. Wir wollen ja auch möglichst alle halten. Also müssen auch möglichst viele Spielpraxis bekommen. Damit sie nicht abhauen irgendwann. Gleich dreimal der Wechsel. Das heißt, wenn sich jetzt einer verletzt, natürlich, dann geht gar nichts mehr. Minusovic für Elia. Sehen wir hier eingeblendet. Selassie für Ubraniak. Für Ubraniak? Ubraniak war doch für... hä? Habe ich einen Fehler gemacht? Junusovic war doch für Ubraniak. Ach, egal. Ist wohl nur falsch eingeblendet. Selassie. Fast mit dem ersten Ballkontakt. Aufgepasst. Geis. Martins gegen Prödel. Prödel gewinnt diesen Zweikampf. Wie gesagt, nach den ersten Spielen Bremen in der Defensive klar verbessert. Di Santo, kriegt er den Ball? Kriegt er nicht. Stattdessen Mainz. Oh, Pass zu Martins, der kommt an. Und Wolf. Gute Parade, dann fast der Fehler von, ich glaube sogar Caldirola war es. Hajrovic mit dem Pass ins Niemandsland, den bekommt nur Diaz, der Mainzer. Diaz gegen Hajrovic, gegen Macchiardi besser gesagt. Wobei Macchiardi gerade das angerannt kommt. Parker.
Parker gegen Fritz. Baumgartlinger, Mainz wird hier stärker, offensichtlich, hier im zweiten Durchgang. Flanke kommt nicht ganz an, aber im Rückraum, der Schuss, das Wolf und die Riesenmöglichkeit für Mainz, die hier jetzt ordentlich Gas geben. Ecke, Wechsel, Kuja, Cheyol für Duricic, Manometer. Und wir hätten vorher einfach die Dinger machen müssen, die zwei, drei Dinger noch. Haben wir nicht gemacht, so also, ja, mussten wir damit rechnen, dass es so kommt. Dass es so knapp wird. Der neue Mann ist drin. Schaut mir auch ein bisschen so aus wie Japaner, Chinese, irgendwie so. Und Wolf, mit einem guten Spiel, haut auch den Bremer um, muss er machen. Rigoros, Garcia, Selke, wieder raus zu Garcia, den bekommt er noch. Garcia. Selke und Garcia geht wieder nach vorne, aber der Ball kommt nicht ganz an. Selke mit einem Fehlpass. Der neue Mann am Ball, Cheyol, Martins. Martins setzt sich durch. Jairo. Wieder zurück zu Martins. Cheyol, der neue Mann. Der neue Mann, guter Pass. Und das muss auch der Ausgleich sein. Der zweite Durchgang hier geht bisher ganz, ganz klar an Mainz, muss man so sagen. Die ganzen 20 Minuten hier jetzt schon. Dauer, Power der Mainzer. Den nächsten Wechsel sehen wir hier. Moritz rein für Baumgartlinger. Und wir müssen hier jetzt aufpassen, sonst wird es hier gar nichts werden mit dem nächsten Dreier. Obwohl wir auswärts spielen. Reyes. Gegen Davy Selke. Reyes. Kann gefährlich werden, was er da macht. Und dann hilft nur der Befreiungsschlag. Also gut nachgesetzt von Selke. Das Verteidigen beginnt eben schon vorne. Selassie. Selke. Garcia. Der zu Macchiardi. Junuzovic. Oh, schwach. Macchiardi, Pass raus zu Selassie. Kommt an. Flankenmöglichkeit, aber nicht ganz. Jetzt Parker. Wenn sie schnell machen, können sie hier einen Konter fahren. Und das sieht auch beinahe so aus. Martins zu Parker. Und der geht hinaus zur Außenlinie. Zur Grundlinie. Und Caldirola macht das hier stark. Aber auch nur für den Moment. Dann der Ballverlust schon wieder. Selassie. Nusovic. In Ruhe das Spiel aufbauen. So die Devise jetzt. Aber nicht so. Glück gehabt. Hajrovic. Clemens Fritz, der Kapitän. Macht das hier stark. Fritz setzt sich durch. Wird hier fast gehalten. Habt ihr vielleicht auch gesehen, dieses kleine Trikotzupfen. Cheyol. Bitte seht's mir nach, wenn ich die ganzen Namen hier verkehrt ausspreche, weil alle kenne ich so auch wieder nicht. Moritz, Bungard, Jairo. Moritz, es ist hier eine ganz, ganz harte Partie. Auf Messerschneide so ein bisschen. Garcia. Garcia, Ballverlust. Muss da eher abspielen. Noch 10 Minuten, liebe Freunde. Noch 10 ganze Minuten zu überstehen. Gute Flanke! Und da ist das 1:1 nicht. Aber ich hab's eigentlich schon so kommen sehen. Letzter Wechsel des Spiels. Tammy Alagui für Parker. Alagui, ja auch wirklich kein ungefährlicher Mann. Abschlag von Wolf. Noch 10 lange Minuten müssen wir überstehen, liebe Freunde. Guter Pass. Selke. Davy Selke. Davy Selke ganz leicht für Reyes.
Aber gut nachgesetzt, aber der Ball im Aus. Die Werder-Fans oben auf freuen sich hier mit der Mannschaft. Aber wie gesagt, noch gibt es keinen Grund dafür. Denn noch ist hier für Mainz alles drin. Und insgesamt gesehen ein recht ausgeglichenes Spiel. Also gut, wir hatten vielleicht ein bisschen mehr Chancen, also die Werderaner, aber die zweite Halbzeit geht von den Chancen her schon ganz, ganz klar an Mainz. Jairo. Aufgepasst. Macchiardi muss da jetzt ran. Gute Flanke. Und Pfosten. Wie viele Chancen brauchen sie noch, liebe Freunde? Mainz hier wirklich extrem stark. Aber was noch fehlt, ist das Glück. Zum Glück für uns. Wie heißt es so schön? Das eine freut, ist das andere leid. Oder irgendwie so. Moritz, Mainz hier jetzt extrem stark. Wie gesagt, wir bekommen hier kaum noch Ruhe rein. Selassie. Mit dem Pass zu Zlatko Junuzovic. 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 Und das war die Chance, doch für Karius am Ende kein Problem. Noch 3 Minuten Nachspielzeit zu überstehen. Irgendwie überstehen jetzt, liebe Freunde. Und dann Martins. Das geht zu leicht. Martins. Martins gegen Caldirola. Gute Flanke. Und da ist das 1:1. 1:1 in der Nachspielzeit. Verdienter Ausgleich kurz vor Schluss. Oh, ist das bitter. Ganz, ganz kurz vor Ende. Die ganze Bank steht. Bei den Mainzern. Und natürlich. Erstes Saisontor und es kommt, wie es kommen muss. 4. Selke, 90. Jairo. Wir hätten es vorher klar machen müssen, aber man muss auch zugeben, es ist verdient. Denn wie gesagt, zweite Halbzeit hatten wir kaum eine Chance und Mainz eine ganze Menge. Di Santo. Franco Di Santo. Di Santo, das war nichts. Und das Spiel ist aus. 1:1. Kurz vor knapp geben wir 2 Punkte her. Natürlich mit Blick nach oben nicht ganz so pralle, denn vor uns sind nur die Bayern. Und hinten werden wieder welche nachrücken. Aber gut, liebe Freunde. Man kann nicht immer gewinnen. 1:1 am Ende. Und ich würde mal beinahe sagen, es ist verdient. Schüsse 8:7 sogar für Mainz. Aufs Tor 3:6. Ballbesitz 54-46. Zweikämpfe 5:10. Fouls 2:1. Ecken 1:1. Schussgenauigkeit 37-85. Passgenauigkeit 82-77. Also das Ergebnis ist echt okay, wie ich finde. Seht ihr vielleicht genauso? Weiter geht's also. Wir sehen mal hier. Bayern hat sogar verloren, liebe Freunde. Bayern hat mit 1:2 gegen Dortmund verloren, habe ich gerade eben gesehen. Ihr vielleicht auch. Wir gucken jetzt nochmal hier auf die Ergebnisse ganz kurz. Und sehen das hier gerade nicht. Doch, hier jetzt vielleicht. Genau. Köln, Freiburg 1:2, Mainz, Bremen 1:1, Gladbach, Hoffenheim 0:0 und Bayern gegen Dortmund 1:2. Schalke, Augsburg 0:2. Und so weiter und so fort. Tabelle sieht dann so aus. Wir sind immer noch Zweiter mit 1 Punkt Vorsprung vor Dortmund. Und hinten wird es auch knapp. Bayer 04, da haben wir noch 3 Punkte Vorsprung. HSV noch 5 Punkte Vorsprung und so weiter und so fort. Ganz unten haben wir Köln mit 8 Punkten, Paderborn mit 7, Hoffenheim mit 4. Was ist denn mit Hoffenheim da los? Unverständlich, aber gut. Liebe Freunde, beim nächsten Mal geht's weiter. Und zwar gegen wen? Gegen, ich glaube, Stuttgart, genau. Gegen den VfB. Wir schauen mal, genau. Da haben wir es. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Und bis dahin, macht's gut.